Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte meinen Wortbeitrag beginnen und zunächst erstmal den Einsatzkräften danken, die am vorletzten Sonntag vor Ort in Köln waren, und besonders den vielen verletzten Einsatzkräften, die vor Ort waren, zunächst alles Gute und vollständige Genesung wünschen. Bedanken möchte ich mich aber auch bei den vielen Antifaschistinnen und Antifaschisten, die am vorletzten Sonntag in Köln auf der Straße waren, gegen die Nazi-Demo auf der Straße standen, die jeden Tag da draußen sind, unterwegs sind und den braunen Mob versuchen, aus der Öffentlichkeit zu verdrängen. Am vorletzten Sonntag gelang dies allerdings nicht, weil sich dort ein rassistisches, gewaltbereites Bündnis gefunden hat, welches von Polizei und Verfassungsschutz massiv unterschätzt wurde. Ich selber war in Köln auf der Gegendemonstration und habe viele Eindrücke mitnehmen können, die ich versuche, Ihnen ein kleines bisschen zu schildern. Ich bin von Oberhausen aus mit dem Zug angereist nach Köln gegen 12.30 Uhr. Ich gehe seit 1987 ungefähr, ja, war eine Dienstreise, genau, werden Sie als CDU-Fraktion allerdings vermutlich nicht verstehen. Ich gehe seit 1987 zum Fußball. Ich behaupte von mir, mich ziemlich gut in der Fußballszene auszukennen. Als ich um 12.30 Uhr am Oberhausener Hauptbahnhof eingetroffen bin, war ich relativ schockiert, weil dort auch schon eine Gruppe von 30, 40, vielleicht 50 Hooligans versammelt war zu diesem frühen Zeitpunkt und ebenfalls auf dem Weg nach Köln war. Ich habe mir gedacht, okay, gucken wir mal, was der weitere Tag so bringt. Ich saß dann im Zug, im Regionalexpress nach Köln, der dann über Duisburg, Düsseldorf, Leverkusen dann seinen Weg nach Köln brachte. Nirgendwo, weder in Oberhausen am Hauptbahnhof, noch im Zug, noch in Duisburg, wo weitere 100, 150 Nazis in den Zug einstiegen, in Düsseldorf, wo weitere 60, 70, 80 Nazis in den Zug einstiegen, nirgendwo, an keinem Standort war Polizei zu sehen. Ich war im vordersten Waggon dieses Zuges, da saßen glücklicherweise nur relativ wenige, das war übrigens die zweite Klasse, ich weiß nicht, habe ich verstanden. Es waren relativ wenige Nazis in diesem Waggon, vielleicht 10 bis 20 am Ende. Ich habe dennoch gesehen, dass sehr viele Passanten, sehr viele Mitfahrer geschockt waren von dem, was dort so gesprochen wurde, welche Rufe dort schon skandiert wurden am frühen Morgen. Und das ging letzten Endes bis Köln so weiter. In Köln angekommen waren schon ungefähr 1500, also ungefähr 1000 auf dem Platz, auf dem Versammlungsplatz. Mit den 400, 500, 600, die nachher aus dem Zug ausgestiegen sind, waren schon gut anderthalb Stunden vor Beginn der angemeldeten Demonstration ca. 1500 Nazis in Köln versammelt. Nach wie vor wenig Polizeipräsenz. Am Bahngleis waren zwei Gruppen Polizisten mit ungefähr jeweils 10 Beamten, die diesen Ansturm dann zu bewältigen hatten. Ich habe mir den Versammlungsort angeschaut, der mit Flatterband gekennzeichnet und eingezäunt war. Also Flatterband wissen wir alle, bei einer zu erwartenden gewaltbereiten Demonstrationsmasse hält natürlich so ein Flatterband auch wirklich einiges zurück. Ich kenne andere Demonstrationen, gerade da, wenn Antifaschisten aktiv sind. Da stehen direkt Hamburger Gitter, es wird alles aufgefahren, was irgendwie möglich ist. Am besten direkt sichtbar Wasserwerfer, damit die Stärke der Polizei auch von Anfang an zu sehen ist. Es gab auf der friedlichen Gegendemonstration keinerlei Versuche, zur Nazi-Demo zu gelangen. Versuche andersrum gab es allein 4 Stück, die ich verfolgen konnte, wo Nazis immer wieder ungehindert an die Gegendemonstration herangekommen sind, und zwar nicht in kleinen Gruppen mit 5 oder 10,
sondern in großen Gruppen, teilweise bis zu 100 Leute, die ungehindert durch den Kölner Hauptbahnhof durchziehen konnten und an die Gegendemonstration rangekommen sind. Jetzt haben wir diese Demonstration dann dort in Köln gehabt. Da treffen sich Hooligans. Hooligans sind jetzt eher so wenig bekannt, dass die vielleicht zu einer Demonstration gehen und damit Glitter und Konfetti auftauchen und irgendwie eine schöne bunte Party machen. Hooligans sind gewaltbereit. Es war davon auszugehen, dass bei dieser Veranstaltung erstens nicht nur 1500 Menschen anreisen werden, sondern weitaus mehr. Informationen gab es zu Genüge. Es gab genügend Vorwarnungen. Ich frage Sie, Herr Innenminister Jäger, warum wurde auf diese Vorwarnungen nicht gehört? Es gab Vorwarnungen von der Bundeszentrale für politische Bildung schon vor Monaten. Es gab Vorwarnungen aus der gesamten Fußballszene, aus den Ultraszenen, aus den links aufgestellten Ultraszenen. Wir können über Aachen reden, wo vor über einem Jahr schon viele rechtsextreme Vorfälle gewesen sind. Wir können über Braunschweig reden, wo linke Ultragruppen des Stadions verwiesen wurden und den Rechten dort viel Platz gemacht wurde. Basis offenbar der Polizeieinschätzung sind die CIS-Zahlen. Wir haben uns auch hier im Landtag schon über die CIS unterhalten. Wir wissen, und das spätestens seit dem vorletzten Sonntag, sollten auch Sie, Herr Minister Jäger, das wissen, diese Zahlen sind absoluter Murks. Die Experten seinerzeit haben uns auch schon recht gegeben. In der Datei Gewalttäter Sport wird von ca. 90 rechtsmotivierten Hooligans der Kategorie C gesprochen. Das ist völliger Unsinn. Ich habe 4.500 am Sonntag in Köln gesehen. Ich frage Sie darüber hinaus, Herr Minister Jäger, warum waren offenbar die meisten szenekundigen Beamten nicht im Einsatz bzw. wurden nicht angefordert? Warum wurde mit denen nicht gesprochen? Wieso darf eine solche Veranstaltung mitten in Köln am Kölner Hauptbahnhof stattfinden? Wieso nicht irgendwo, wenn sie denn stattfindet, irgendwo weit außerhalb? Mit wie vielen Demonstranten, klären Sie das bitte umfänglich, mit wie vielen Demonstranten wurde im Vorfeld wirklich gerechnet? Die Zahlen weichen ab. Der Lagebericht der Polizei wenige Tage zuvor spricht noch von 700 Demonstranten, die zu erwarten waren. Laut Pressekonferenz waren 4.000 zu erwarten. Ich frage Sie, wie schätzt der Verfassungsschutz die Lage ein? Wie bewertet die Landesregierung die Lage? Sowohl im Vorfeld, ich komme zum Ende, Frau Präsidentin, sowohl im Vorfeld als auch jetzt in der Nachbetrachtung. Wofür brauchen wir einen Verfassungsschutz, wenn dieser den eigentlichen Aufgaben dann am Ende tatsächlich nicht nachkommt? Herr Minister Jäger, es gibt viele Ansätze, es gibt viele Programme, wie zum Beispiel FIF von der Deutschen Fußballliga, was initiiert wurde. Beteiligen wir uns als Land an solchen Maßnahmen. Lassen Sie uns gemeinsam diesen Weg gegen Rechtsextremismus gehen. Wir werden auch morgen noch einen weiteren Antrag von uns behandeln. Und ich darf Sie jetzt schon bitten, dem Antrag morgen zuzustimmen. Ich darf Sie, Frau Ministerpräsidentin, bitten, sich dieser Sache persönlich auch anzunehmen. Es geht gegen Nazis, gegen Rechtsextremismus. Und das sollte uns alle 237 Abgeordneten und das komplette Kabinett was angehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Dümmel. Für die CDU-Fraktion spricht Herr Kollege Laschet.